Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. Ungarn ist so arrogant und nervtötend, dass sie uns angreifen mit, einer großen, eine Übermacht nicht, aber eine Mehrheit an Männern und Kräfteverteilung ist auch nicht so gut. Aber ich denke, schwächere Truppen, da laden wir sie zu einem Kaffee ein und machen die Schlacht. So ein kleines, unschuldiges Kätzchen hinter mir am Boden und wild miauend. Fragend. Keine Ahnung, was sie will. Vor allem nichts Wichtiges. Hahaha. Ich habe Truppen, die verstecken sich, die Baumsymbole heißen. Verstecken. Die wissen nicht, was sie da machen. Haben die Angriff? Ein Fernangriff, nein. So. Und die Mega-Bauern beschützen den General. So. Okay, lieber ein bisschen verlängern. Man weiß ja nie, wie die breit. Oh, die haben schon breit. Mann, sind das viele. Okay. Was sie nicht wissen, ist, dass sie schon am Sterben sind. Sie sind am qualvoll sterben. Bogenschützen? Nein. Die haben sich gut aufgestellt. Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Gut, dann kann ich mit denen getrost angreifen. Die sind mutig hier. Sehr, sehr mutig. Ah, die machen diese Taktik. Greifen sie jetzt an, fertig. Oh Gott, wie viel Bogenschützen haben die? Viel Schaden macht sie damit nicht. Gepriesen sei der Herr.
wenn sie in mich hineinreiten. Ich hoffe, die halten durch. Ich muss die angreifen hier. Es ist nicht so gut, wenn die so viele Truppen verlieren hier. Schaffen die das oder müssen wir hier rüber? Also hier ist schon mal alles gut. Ich hoffe nicht, dass unser General stirbt. Ich hoffe, dass er nicht der Forteste irgendwo ist. Oh mein Gott, er ist tot. Scheiße, ich will nicht schon wieder eine verlieren. Ja, ja, wir haben 981 verloren, genau. Nein, ich will nicht immer. Oh Mann. Gott hab Gnade. Der Feind kennt sie nicht. Lass es. Okay, die Schlacht war nix. Ich war zu offensiv. Mit dem General, wem stehe ich gegenüber? Katalan. Ja, was soll ich noch machen? Die kommen nicht dort runter. Die kommen nicht dort hoch. Ja, soll ich noch einen Trupp hier rüber tun? Die kommen nicht rüber. Ah, da haben wir das letzte Mal ein Ding gemacht, einen Fehler, die überhaupt dorthin zu tun. Ach komm, wir machen die Schlacht einfach nochmal. Sie greifen es jetzt gar nicht an. Ich hoffe, sie greifen gar nicht an. Weil die haben zu viele Reiter. Das habt ihr gesehen. Die haben zu viele Reiter. Und wenn wir jetzt automatisch machen... Jetzt haben sie sogar mehr Vorteile. In der Kräfteverteilung. Ja. Enttäuscht mich nicht noch einmal. Formiert euch. Die greifen jetzt natürlich an. Die greifen beide an. Das sind so elende Drecksteile. Ach, das interessiert mich nicht. Verdammt. Was soll ich machen? Ah, Mann, ich will nicht nur alles machen. Ich wette, wenn ich jetzt hier mich verteidige, dann werden sie mit der anderen Einheit auch angreifen. Es sind zu viele Truppen hier. Schaut mal an. Das sind alles eigentlich nur ungarische Edelmänner, die sind extrem stark eigentlich. Wenn sie nicht so schlecht treffen würden und so wenig Truppen wären. Und das macht halt im automatischen Kampf sehr viel aus. Wir sind in einer Zwicksituation. Ich werde jetzt hier Truppen ausbilden. Und ja, ihr merkt, dass ich auf sehr schwer spiele und deshalb
die Gegner viel mehr Ding haben. Mut. Ach komm. Was soll ich tun? Ich greife die nicht an. Ich werde jetzt die Armee doch dorthin schicken. Oder hier. Ich werde mit aller Offensive jetzt dieses Ungarn auslöschen. Fertig. Bis 16 überschreiben. So, jetzt hoffen wir auf alles Gute. Okay, die weniger Guten greifen jetzt an. Seltsam. Was haben die für Truppen? Man sieht's nicht. Okay, die Schlacht mache ich jetzt. Kann ich ja nicht zurückziehen. Ah, komm bitte. Die haben eine Stadt und haben zwei Fullstack-Einheiten. Die hätten ja extreme Ding. Wahnsinnig. Diese Schulden, die sie hätten. So, jetzt ist genug. Langziehen, langziehen. Die Außen. Die verstärken hier. Die verstärken hier. Die Bogenschützen gehen hier hin. General, du gehst hier hin. Du bist der. Du gehst hier hin. So. Okay, schauen wir mal. Was ist das für eine Burg? Ist das ein Fort? Ah, oh nein, das ist unsere Stadt wahrscheinlich. Hä? Die haben eigentlich nur Fernkämpfer. Gut. Kommt auf mich zu, bitte. Was machen die dort oben? Ja, müssen wir angreifen, oder was? Oh Gottchen, ich will nicht, wie der meine Formation aufmacht. So, jetzt greifen sie an. Gut, die greifen falsch an. Scheinbar. Zange zu. Und jetzt ohne General angreifen. Bitte. Ja, die greifen natürlich die Bauern an. Oh Gottchen.
Ja, die Soße keinen Schaden machen. Weg. Die machen viel zu wenig Schaden. Das sind ja gar nichts. Was machen die jetzt? Oh Gottchen. Schlecht! Sind die schlecht, hey? Das Blöde ist, die haben so viele Fernkämpfer, die einfach mal abhauen die ganze Zeit, meine ich. Okay, die hauen ab. Und mein General stirbt wahrscheinlich jetzt bald wieder. Weil hier kommen noch Reiter. Oh Gott, oh Gott. Wo ist denn der General, wenn man ihn braucht? Man sieht ihn eigentlich nie. Ja, die verlieren fast gar keine Truppen, das ist gut. So, das hätten wir mal. Kommt doch mal auf mich zu! Dumm Däumchen drehen irgendwie. Hier nur rumstehen. Heieiei. Wir sind gesegnet. Der feindliche General ist tot. Wir haben den Idioten zur Hölle besiegt. So, jetzt haben wir hier irgendwo noch Truppen. Nein, dann werden wir den halt fliehen lassen und kehren zurück zum Bogenschützen. Ja, haben wir auch gesiegt, sehr schön. Geht doch, ich muss nicht mal Pause drücken. Ich mag's nicht, so Schlachten zu machen und Pause drücken. Ich bin zwar jetzt ein bisschen der Feigling gewesen auf der Kampagnenkarte, weil ich natürlich nichts annehmen wollte, aber in der Schlacht bin ich nicht der Feigling. Okay, das muss wahrscheinlich auch der General machen. Ja, ihr müsst aber schon dort drüben.
Ah, greift an! Seid ihr müde oder was? Rennen, fertig jetzt. Es ist fertig. Sind sie hier noch am Angreifen? Also die fliehen jetzt. Okay. Die werden ab bald nicht mehr fliehen. Was greifen sie an? Die da? Ihr werdet zerspickt. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. So, jetzt aufhören zu schießen. Okay, jetzt könnt ihr eigentlich wieder anfangen zu schießen. So, hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Da oben ist noch ein Trupp. Die lassen sich einfach beschießen. Gibt's keinen Autokampf irgendwie? Das wäre doch ein Future, wenn die, wenn sie angegriffen werden, automatisch angreifen würden. So, jetzt ist fertig. Nehmen wir sie in die Zange. Haut ab. Flieh. Da oben sind immer noch zwei Truppen. Oh, die greifen wieder an. Sind die dumm? Die fühlen sich noch nicht beschäftigt genug zu fliehen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ah, gibt's das? Oh, jetzt. Jetzt liegen sie einfach alle. Alle ein bisschen sonnen. Ein bisschen Ketchup. Sehr schön, also hier ist gut. Die haben jetzt natürlich Angst. Gab's hier eine Schlacht? Nö. Es wären hier irgendwo Leichen. Die sind einfach so geflohen. Okay.
Zange. Jetzt müsste ich schauen, jetzt ist es sicher so, dass die einfach daneben... Ja, okay, sie gehen auf zu. Okay, gut. Da hat man die KI ein bisschen etwas erfüllt. Natürlich bekommen wir nicht alle. Vor allem nicht, wenn sie nicht nachrücken. Da ist die KI wieder schlecht. Aber... ja. Wir haben... gewonnen. Ja, und bekommt jetzt der General etwas. Aber die anderen greifen wahrscheinlich jetzt noch an. Lösegeld. Was? Die haben genug Geld noch, um das Lösegeld anzunehmen? Ja, sie greifen an. Scheiße. Und ich werde jetzt in der Schlacht fliehen. Mein Herr, die Lage in der Schlacht scheint sich gegen uns zu wenden. Wir müssen handeln. Und diese Niederlage ist schwer zu verdauen. Ja, so viele Verluste, genau. Ach Gottchen. So, jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Bran, Armee. Eure Befehle, edler Herr. Er teilt mir einen Befehl. Vorwärts! Führen Armeen zusammen! Ja, beim ersten Sonnenstrahl. Die haben jetzt ihr Testament unterschrieben. Jetzt geht's los. Ja, die Billigtruppen muss ich nicht vorbeten, dafür die Bogenschützen. Und hier. Also 11.000 Gold, das ist sehr schön. Hier fangen wir an mit der Kavallerie. Ja, lasst es hinrichten. Und ja, wir haben eigentlich die Sache für uns gewonnen. Jetzt ist einfach fertig. Ich mache nicht viel drumherum. Ich greife sie jetzt einfach fertig an. Das ist ja mal wirklich das allerletzte, das cheatende KI mich so erniedrigen. Das die Dinge, das Byzantische Reich hat etwas Besseres verdient als solche Schmach. Kaffa, einen Hafen. Jetzt orthodoxe Kirche. Und hier noch ein bisschen ausheben. In Gala machen wir jetzt eine Mauer. Und sonst nichts. Okay, das Byzantische Reich greift sie wahrscheinlich jetzt an. Und König Spanien ist mit Königreich Frankreich mit dem Krieg. Und folgende Zeiten haben einen Waffenstillstand geklärt. Das heißt, sie greifen jetzt mich wieder an, oder was? Nicht gut. Nicht gut. Meine Herr. Dann machen wir das so. Wir gehen mit dieser Armee hier runter. Und dem Schiff hier hin.
Jetzt ist fertig. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Hier bilden wir aus. Hier könnten wir noch ausbilden. So. Also wie es dann weitergeht, ob es wieder ein bisschen positiver wird und so, das erfahren wir. Das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Ich beende ihn jetzt, wenn ich jetzt hier alle Truppen bewegt habe. Okay, da gehst du hier runter. Und hier schaue ich noch, ja. Ah, die haben wir schon. Okay, geh du mal hier nach oben. Vielleicht ist Russland noch da. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kamikaze. Ja. Bye.